Okay, machen wir es. Hallo und guten Abend zu den Nachtgedanken-Spezial. Es ist tatsächlich vollbracht. Der Eurovision Song Contest 2017 ist Geschichte. Wir sind bei der Pressekonferenz, die in wenigen Minuten beginnen wird, um Portugal zu feiern. Ein historischer Moment, denn tatsächlich ist es heute passiert, dass Portugal zum ersten Mal den ESC gewinnt. Etwas, womit die wenigsten tatsächlich in den vergangenen Jahren noch zu rechnen hofften und wagten. Salvador Sobral hat es jetzt Europa gezeigt, wie man mit einer sehr ruhigen Ballade diesen Wettbewerb gewinnen kann und nicht Englisch singen muss dabei. Ein sehr magischer Moment hier in der Halle und auch im Pressezentrum, wo Tausende diesen Sieg und diesen Auftritt verfolgten. Noch ein weiterer historischer Moment, Bulgarien und Moldau auf den Plätzen 2 und 3. Auch das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Ein sehr spannender, ein sehr außergewöhnlicher Contest. Umso bedauerlicher, dass Levina nicht mitmischen konnte in den oberen Gefilden. Wir sind leider wieder Vorletzter geworden. Zumindest nicht ganz hinten, aber Vorletzter ist so viel besser nun auch wieder nicht. Woran es gelegen hat, wir können nur mutmaßen. Der Auftritt war toll, Levina hat sich hier großartig repräsentiert und diese Platzierung hat sie einfach nicht verdient. Wir müssen jetzt ganz genau überlegen, vor allem der NDR muss ganz genau überlegen, wohin denn die Reise Deutschlands beim Eurovision Song Contest gehen soll. Das Konzept muss noch einmal gründlichst überarbeitet werden. Aber das ist der Stoff und das sind die Nachrichten und die Überlegungen ab morgen. Heute gilt es Portugal zu feiern und das werden wir natürlich auch gleich tun im Euroclub und vor allem hier erst einmal auf der Pressekonferenz. Wie weit der arme Salvador das verkraftet, der gesundheitlich ziemlich angeschlagen ist und mit dem Eurovision Song Contest nur bedingt etwas anfangen kann, bis gestern noch nicht einmal wusste, was dieser Contest eigentlich ist. Wir werden schauen, wie er damit umgeht und wie stark er in der europäischen Musikszene präsent bleiben wird, vor allem auch erst einmal präsent werden wird. Wir danken euch für 2 Wochen intensive Aufmerksamkeit über die Berichterstattung hier in Kiew. Freuen uns mit Portugal, freuen uns über eure Reaktionen, freuen uns über eure Anregungen, Kritik und dann sehen wir uns, und das ist natürlich etwas ganz Erstaunliches, im kommenden Jahr in Lissabon, in Porto oder wo auch immer im schönen Portugal wieder. Bis dahin, genießt diese Nacht, feiert und wir verabschieden uns von euch.